Hallo, hier ist Ian und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy. Beim letzten Mal haben wir Garland besiegt und Sarah gerettet. Jedenfalls habe ich eben noch ein paar Antidotes, nur vor sich selber zwei Stück und zwei Potions extra gekauft. Und schaut mal, hier ist eine recht interessante Person. Hä? Fällt gleich auf, dieser Sprite. Hey, 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 alles klar bei dir? Hey, wo willst du hin? Kommst du? Sage mal. Ich wette, der ist total unwichtig. Jedenfalls, ich habe mich eben nochmal auf Screen schnell geheilt und mit vollen Lebenspunkten und Magiepunkten können wir unsere Reise fortfahren. Die Brücke, haben wir gesehen, beim letzten Mal wurde repariert und von daher hält uns also nichts auf, unseren Weg fortzusetzen. Außer eine weitere Cutscene und ich glaube sogar ein Haiku, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht wahr? Aber ich mag die Mucke dabei. Klingt echt gut. Die Mucke gibt's aber auch in fast jedem alten Final Fantasy. And so the quest began. Wo ist das Haiku? Oder ist es doch kein Haiku mehr? Ich weiß nicht mehr, wie ein Haiku funktioniert hat. Irgendwie 4 Silben, 7 Silben, 4 oder so? Keine Ahnung mehr, ist zu lange her, dass ich mich damit mal befasst habe. Aber vielleicht kennt ihr euch da ja besser aus. Nee, das ist ja absolut kein Haiku mehr. Aber ich weiß, in Final Fantasy 4 war das doch. Oder liege ich jetzt total daneben? Aber gut, wir kriegen auf jeden Fall einen Teil der Story. The true significance of the four crystals, the held in their hands. Na, das Spiel wird uns das noch erzählen. Früh genug, Leute. Früh genug. Sind wir alle Bruder und Schwester? Sind wir eine Familie? Das erklärt das Spiel auch nicht, ja? Hauptsache, wir haben diese 4 Kristalle gehabt, wo wir geboren wurden. Gut, dass wir keinen Dieb haben. Der hat den eventuell geklaut. Ha. Huh. Aber gut, man darf halt nicht vergessen, die Story in diesem Spiel ist halt deutlich schwächer als moderne Final, sagen wir PS und SNES Final Fantasies. Denn, ja, was soll ich dazu großartig sagen? Dieser Teil war ja auch quasi das letzte Spiel, was Squaresoft damals eigentlich produziert hatte, weil sie dachten, die Firma geht bankrott, ne? Interessanterweise sind nämlich Spiele wie Ridge Racer von Squaresoft, sowas haben sie früher gemacht und dann dachten sie sich, machen wir noch ein RPG. Aber das kam dann interessanterweise richtig gut an. Aber wer Dragon Quest kennt, der weiß oder sieht auch, dass sich dieses Final Fantasy doch etwas ziemlich an Dragon Quest bedient. Wie gesagt, schon der Class Change, der irgendwann kommen wird. Aber genauso das Kampfsystem ist hier ein bisschen mehr Dragon Quest mäßig, dass jeder einmal die Runde dran ist und so weiter. Aber mit der Zeit hat Final Fantasy dann immer mehr eigene Einflüsse eingebracht, ne? Ja, das spielen wir gerade. Aber gut. Dann würde ich mal sagen, setzen wir unsere Reise fort, weil alles, was wir bis jetzt hatten, war eigentlich ziemlich Tutorial, ne? Jedenfalls, ich glaube, da vorne kommen wir noch gar nicht. Kommen wir hier durch? Das sieht ein bisschen eng aus. Ich glaube, ich muss den anderen Pfad laufen. Na gut, wir kriegen eine große Gruppe an Goblins. Ich werde, wie gesagt, viele Kämpfe schneiden, so wie vorhin. Aber definitiv nicht alles, weil ein bisschen was müsst ihr auch sehen. Und ich sag mal so, wenn ich wirklich so viele Kämpfe schneide, wie ich es normalerweise mache, dann ist dieses Let's Play wahrscheinlich schon diesen Monat schon zu Ende. Das könnte dann wahrscheinlich hinkommen, weil, ja, wie man es nämlich aus alten Spielen kennt, ist das nämlich immer so gewesen, dass die alten Spiele immer mal wieder gerne etwas extra unoffizielle Spielzeit eingefügt haben, indem sie einfach mehr Random Encounter gesetzt haben und Level Grinding als Indikator gesetzt haben, dass man sonst nicht weiterkommt. Ich meine, gut, was will man von einem NES-Spiel erwarten, von der Spiellänge? Das ist halt kein 2-CD... Was weiß ich, Terzo Symphonia für ein Gamecube, was eben so und so viele Stunden dauert, ne? Ah, wir kriegen einen neuen Gegner, das Crazy Horse. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hieß dieses Monster in der NES-Version Mad Pony. Jedenfalls, ich glaube, Feuer funktioniert bei ihm ganz gut. Man kann sie auch in einer größeren Gruppe antreffen und ihr seht schon, der hält ein wenig mehr aus. Aber auch nicht genug und droppt eine Potion. Sehr fein. Jedenfalls, ich möchte erstmal ein bisschen nach oben gehen. Das ist ein bisschen falsch abgebogen, aber schaut mal. Hier ist nämlich Matoyas Cave. Interessante Mucke hier, zum einen. Und zum anderen sage ich euch, es gibt hier keine Random Encounter. Ihr könnt also hier rumrennen, wie ihr wollt. Und schaut mal, ein Besen, tatsächlich. Gab es in der Originalversion übrigens aus. Frontwards, backwards, anywhere you see, such a strange spell to swish swash away. In der Originalversion war das auf jeden Fall so, dass diese Besen einem, da genau, einen Tipp gegeben haben, genauso hier. Und man muss das quasi nur rückwärts lesen. Select Button Dash. Was? Dash?
Dash-Button Select. Das ist quasi das, was ihr drücken müsst auf der Overworld. Und dann seht ihr die Karte. Interessant gemacht, aber gut. Mal teuer. Hey, hey, hey. Na, wie geht's dir? Wir haben uns zwar noch nicht gesehen, aber hey. Bist du eine alte Red Mage? Bist du verwandt mit Mr. Wolf? Was mit deinem Auge? Sag mir nicht, du hast keine Augen mehr. Oder tut dir dein Auge weh? Du willst es mir nicht sagen, hä? Hm? Ach, dir fehlt ein Crystal Eye. Das wurde dir geklaut. Ha. Huh. Gibt's ja gar nicht. Ich denke mal, wir werden ihr helfen müssen, aber da sie nichts sieht, können wir einfach mal in Ruhe ihre Schatztruhen mitnehmen. Nee, es ist ja egal, sie braucht diese Potions nicht. Und ein Antidot. Warum denn nicht? Ich glaube, mehr ist hier nicht gewesen, ne? Alles klar, und jeder Besen hier müsste dasselbe sagen. Von daher, mehr Interessantes gibt es hier nicht. Aber gut, das ist eine kleine Abzweigung, die man ruhig gehen kann. Übrigens, das können wir mal machen. Dash-Knopf, das wäre in meinem Fall Kreis und Select. Und zack, sehen wir die komplette Overworld. Wir sehen auch schon alle Orte quasi, wo wir schon waren. Das heißt, wenn ich da einfach mal drücke, dann fährt das ganze Ding dahin. Wir können ein bisschen scrollen und wenn ich, glaube, Kreis drücke. Nee, nicht Kreis. Welcher Knopf war denn das? Moment. War das X? Genau, dann sehen wir das Ganze auch ein bisschen näher. Wir können immer so sehen, aber die Ortschaft, wo ich jetzt hin will, müsste diese nette Ortschaft sein. Da drüben ist auch noch was anderes, aber da kommen wir im Moment gar nicht hin. Nee, gar nicht wahr. Hier war der Chaos Shrine, genau. Aber ihr seht schon, es gibt einige Ortschaften auf der Welt. Aber gut, interessiert uns im Moment auch nicht so sehr. Noch mehr neue Gegner. Ogres. Die haben deutlich mehr Lebenspunkte, auch ein bisschen mehr Angriff. Das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke aber, dass der White Mage nicht sofort sterben sollte. Dafür hat er noch zu viele Lebenspunkte. Aber ihr seht schon, er zieht eigentlich gar nichts. Und die überleben eine komplette Runde. Ha, okay, sie sterben genau nach einer vollen Runde. Das ist deutlich mehr als die Gegner davor. Aber dadurch, dass wir eigentlich viele Lebenspunkte haben und genug zum Heilen haben, sollten wir uns keine Gedanken machen, dass das irgendwie schwer werden könnte. Allerdings werde ich wahrscheinlich... Ja, Phoenix kriegt ganz schön aufs Maul. Ich würde sagen, ich heile ihn lieber nach dem Kampf ein bisschen. Ja, aber das war ansonsten nicht zu schwer und wir kriegen auch ordentlich Geld und Erfahrung. Also von daher hat sich das schon gelohnt und ein Level Up. Yeah. Ich liebe Level Up. So, das heißt, wir nehmen einfach mal ein bisschen Magie von dir. Habt ihr alle nichts dagegen? Liebt euch ja alle hier viel. Und dann würde ich sagen, gehen wir den ganzen Weg erstmal wieder zurück. Denn wir hätten in Albuquerque rechts abbiegen müssen heute. Und wir kriegen immer mehr Geld. Ich liebe es sehr. So, aber gut, gehen wir einfach weiter nach Osten, durch die Wüste und ich meine weiter nach Osten. Weiter nach Osten, wir können nämlich immer, sicherheitshalber, weil ich mich manchmal doch etwas verlaufe, die Karte anmachen, aber es sieht eigentlich recht gut aus. Und den Kampf auch gewonnen. Jetzt habe ich meinen Satz davor vergessen, aber das passt schon. Ne, den lasse ich jetzt drin. Hast du davon? Und sogar ein neuer Gegner, ein Lizard. Ich meine, ihr seid schwach auf Feuer. Aber wie ich es vorher schon gesagt habe, Magie, gerade bei Anfangsgegnern, eigentlich nicht so sinnvoll. Okay, bei ihm wahrscheinlich doch ein bisschen mehr, aber ich denke, normalerweise, wenn man eine komplette Runde physisch angreift gegen einen Gegner, reicht das eigentlich. Aber der hat ja doch deutlich mehr Lebenspunkte, als ich es erwartet habe. Aber unzerstörbar bist du auch nicht. Na also. Aber ich denke mal, nächste Runde machen wir uns das mit Feuer doch etwas leichter. Aber gut, wie weit ist denn das noch? Achso, ich stehe direkt hier. Wundervoll, wundervoll. Und wie diese ganzen Städte immer geschützt sind mit diesen Mauern. Wie viel... Geld haben wir. Und übrigens, wir können immer gucken, wenn wir auf Magie gehen, welche Zauberstufe wir bereits haben. Hier steht zwar auch Level 8, aber der Red Mage wird nie Level 8 erreichen. Jedenfalls, da das hier weiß gekennzeichnet ist, heißt das, dass beide jetzt schon mal Stufe 2 Zauber lernen können. Das ist nämlich ganz wichtig, denn in dieser Stadt können wir Stufe 2 Zauber lernen. Das Ding allerdings dabei ist, wenn ihr quasi das Level noch nicht habt, könnt ihr sie nicht lernen. Das zum einen... Oh, was ist denn los? Huh, mehr sagst du mir nicht, oder wie? Du bist ja kreativ. In den alten Spielen haben sie wirklich nur eine Zeile, ne? Aber gut, das ist das eine. Das andere ist, jede Stadt, wenn es überhaupt Zauber gibt, hat eben nur die Zauber auf dieser Stufe. Das heißt, hier können wir keine Zauberstufe 1 Zauber mehr kaufen. Das ist halt ein bisschen doof. Das heißt, ihr müsst immer wirklich zur richtigen Ortschaft fahren oder zurücklaufen oder was auch immer. Aber gut, ist halt ein altes Spiel, was soll man machen? Müsst ihr euch also sonst merken, wo ihr was nicht gehabt habt. Und deswegen werde ich wahrscheinlich ein wenig Levelgrinding, wenn es... zwangsmäßig doch so sein muss, machen. Nicht, weil das Spiel schwer ist, das habe ich in meinem letzten Run nämlich überhaupt nicht gemacht. Nur das Problem ist, wenn ihr schon eine weitere Ortschaft seid und euch fehlt wirklich ein Level, um einen Zauber zu lernen, dann fühlt ihr euch einfach total verarscht, weil ihr dann nämlich irgendwann später zurück müsst und das wollt ihr nicht, deswegen mache ich das dann lieber gleich. Jedenfalls Temper, Rise 1, Alice Attack, ein sehr, sehr wichtiger Zauber für den Red Mage, bzw. Black Mage, wenn ihr ihn habt.
Funktioniert ziemlich gut und ihr seht schon, selbst ein Ninja könnte das lernen, aber wie wir wissen, wir haben noch keinen Ninja. Ansonsten, ich glaube, Blizzard wäre eigentlich auch recht interessant. Einfach damit wir den nächsten Zauber noch haben und warum denn nicht? Aber ich denke, ich lasse den White Mage Spot erstmal frei. Ansonsten, sowas wie Slow gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ja sowieso Dark. Könnt ihr euch merken, in Final Fantasy 1 bis 6 oder sogar 8, glaube ich, ist der Blind-Zustand verbuggt. Der funktioniert ja überall nicht. Selbst in moderneren Final Fantasies auch nur teilweise. Also Blind ist was, wo man eigentlich sich nie Gedanken machen muss. Die Gegner allerdings dafür auch nicht. So, jetzt würde ich aber ganz gerne noch den White Mage Store finden. Ich möchte nicht unbedingt Waffen kaufen. Normalerweise dash ich nicht durch die Innenstadt, aber da hier eh keine Gegner sind, ist das ja wieder was anderes. Auf jeden Fall, für unseren White Mage hätte ich ganz gerne auf jeden Fall Null Shock, bin ich der Meinung, denn damit können wir Lightning Damage um die Hälfte reduzieren. Ist eigentlich ziemlich nice. Blindner, ne, nicht unbedingt. Das wäre interessant zumindest, aber unser Geld wird doch... Na, wir haben im Moment eh kein Geld. Das ist natürlich wieder doof. Und ich glaube, ich habe auch kein extra Equip, was ich verkaufen kann, ne? Oder habe ich da irgendwie was über? Nein. Nee, wir haben wirklich nichts. Nee, dann passt das auch. Dann würde ich sagen, spielen wir ein bisschen weiter. Wir müssen nur ein bisschen vorsichtig sein, weil ein bisschen mehr Zauber hätte ich schon noch. Ja, eventuell müsste ich sonst Geldgrinding betreiben. Das will ich nicht unbedingt. Aber schaut euch die Barackenpiraten hier mal an. Denn die ganze Stadt wird uns einfach mal sagen, ich glaube, der sagt das nämlich auch nochmal ein bisschen genauer. Those blasted pirates, they're running around looting and pillaging like their own this place. Das heißt, Piraten haben in diesem Ort hier angegriffen. Ich würde mal sagen, wir helfen der Ortschaft einfach mal, weil wir es können. You got cannonballs of steel. In meiner Hose, 2 Stück. Ja. Aye, aye, Captain, we'll make the bones go crunch. Meinst du? Es ist Boss-Time gegen eine ganze Horde Piraten. Warum auch nicht? Und es ist sogar nur ein normales Battle-Theme und ich kann nicht so viel sagen. Diese Piraten hier sind tatsächlich schwächer als Garland im letzten Bosskampf. Selbst alle zusammen, weil, schaut mal, sie machen quasi keinen Schaden und jeder von denen ist ein One-Shot. Oh, okay, gut. Der White Mage macht tatsächlich weniger Damage, als ich es erwartet hätte. Ich hätte gedacht, selbst der White Mage könnte sie One-Shotten. Aber ihr seht schon, die machen kaum Damage. Ist eigentlich nicht der Rede wert, dieser Kampf. Das ist eh interessant. Ich meine, dieser Kampf ist um Welten leichter als unser letzter Bossfight. Aber das Spiel wird sich dabei schon was gedacht haben. Jedenfalls möchte ich, dass du definitiv deinen Gegner bitte finishst, weil du doch ein bisschen weniger Damage machst als die anderen. Normalerweise würde ich auch ein bisschen mehr auf Heilung achten und so. Aber die Piraten hier, keine Herausforderung. Herausforderung ist was anderes. Aber vielleicht haben sie ordentlich Geld, dann können wir noch ein paar Zauber kaufen. Das wäre eigentlich auch ganz nice. So, mit Auto-Targeting machen wir einfach den Rest jetzt. 65, gut gekrittet, Phoenix. Crit ist mein zweiter Vorname. Nein, glaube ich nicht. Wenn, dann vielleicht Blaze. Und 360 Skill, sehr schön, damit können wir uns noch einen weiteren Zauber holen. Und es gibt wieder Level Up. Und da haben sie sich verpufft. Willst du auch noch eine? Und dann gibst du auf. Wie schnell er seine Meinung ändert, ha? Absolut, dafür, dass du uns das Schiff gibst? Natürlich können wir dir verzeihen. Und wir kriegen ein Schiff so früh im Spiel. Ist aber wirklich notwendig. Ich glaube, nur Final Fantasy 3 schlägt das, wie schnell man irgendwie ein Fortbewegungsmittel kriegt. Aber da sind wir noch nicht. Final Fantasy 3 kommt erst nach Final Fantasy 2 auf meiner Liste. Aber das ist eh so eine Sache, also für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich möchte definitiv auch noch dieses Jahr Final Fantasy 2 Let's Playen. Aber das ist jetzt so eine Sache, ich hätte ganz gerne noch ein ganz kleines bisschen Geld, dass wir auf 500 Gil sind, das heißt, ich werde ein oder zwei Random Encounter machen. Einfach damit ich noch ein paar Zauber kaufen kann, weil ich meine, wir sind jetzt hier, dann können wir auch jetzt die weiteren Zauber holen, das ist sonst eigentlich Verschwendung. Aber gut, das werde ich schnell offscreen machen und ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Let's Play Final Fantasy. Wohin wird uns unser Schiff führen? Das sehen wir dann. Bis dahin.